Okay. Ich muss runter. Da unten ist noch eine andere Hälfte. Oh nein, nein, nein! Shit. Der Zug ist aber noch dezent lang, wa? Wow! Das ist übel! So, hoch da. Ich kann nur rauf. Ja, bin ich ja dabei, Mensch. Jetzt nach da außen. Na sicher. Was ein Zufall, wa? Komm. Ein Stück weiter nach links und jetzt hoch. Ja. Sehr schön. Und noch ein Jäger. Na super. Okay. Oh. Ja. Die Unreal Engine gibt aber auch, was sie kann, ne? Okay, ich glaube, damit sind wir wieder halbwegs sicher. Ich glaube, dieser abgestürzte Teil ist jetzt weg. Sieht jedenfalls aus, ja. Nach oben. Okay. Okay, den haben wir auch. Die haben noch nicht getriggert, das ist natürlich cool. Hey, jo. Kommt der her? Ich will die da hinten nicht triggern, habe ich keine Lust drauf. Oh, Double Kill. Oh. Nur noch er. Na komm hier. Na fein. Du kannst nicht ewig weglaufen. Du auch nicht. Okay. Ach ja, naja, war ja. War ja klar. Hey, Jungs. Okay, also da muss man natürlich entsprechend reagieren. Und wenn mehr Gegner da sind, ist das natürlich auch ein bisschen, wird das auch irgendwann schwierig. Das heißt, was jetzt? Weiter, ne? Oh, wir stehen. Der Zug hält. Muss man natürlich dann gucken, was man da zuerst macht. Pariert und so ein Kram. Okay. Das ist nicht gut. Okay, mittig bleiben, die Tür. Okay. Und Sprung, und Sprung, und Sprung. Ja. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht?
Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Moment mal, jetzt schon? Aber, Jedi. Weiche dem Angriff aus. Rote Angriffe können nicht geblockt werden. Okay. Dann machen wir. Rote Angriffe können nicht geblockt werden. Du blutest wie alle anderen. Okay, sie hat ein relativ simples Pattern, aber ich schaff's nicht, sie zu... Das ist der Preis für deine Arroganz. Erhole dich schnell, nachdem du zu Boden geworfen wurdest. Okay. Ey, ich hab ihr Leben abgezogen. Okay, Cutscene. Kann nichts mehr tun. Okay, kann doch was tun. Schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Junda. Und das ist mein Captain, Greased Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Oh. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Pogano. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen.
Spinner. Okay. Damit sind wir von Bracca runter und bei einem Schiff. Da ist irgendwas, womit wir interagieren können. Eine Gitarre. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Bogano. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Also die Unreal Engine zeigt wirklich, was sie kann, wa? Oh, wir sind aufgestiegen. Fähigkeiten. Wozu braucht sie dann mich? Fähigkeitenpunkte erhalten. Können wir damit was machen? Anpassung? Das ist neu. Oh ja. Ah, nee. Ah, hier können wir den Schrottsammler, die Ausrüstung machen. Okay. Aber... Die Mantis. Könnten wir auch ein Gelb machen. Ne, Blau ist schöner. Okay, aber scheinbar können wir mit dem Punkt noch nichts machen. Na, das werden wir sicherlich noch lernen. Also wie gesagt, die Unreal Engine hat hier einiges zu bieten. Da unten ist auch irgendein kleines Fieber. Putzig. Ja. Respawn Entertainment macht das Spiel ja.
Publisher ist EA. Respawn Entertainment kennt man vielleicht von, ich glaube Titanfall haben die gemacht. Das war ja ein Multiplayer. Also war es praktisch wie Battlefield in der Richtung. Aber da gab es halt noch diese Titans, also Max, mit denen man, die man sich verdienen und einsteigen konnte und dann. Naja. Aber die haben jetzt auch dieses Spiel gemacht und hier können wir meditieren. Ah, Speicherpunkt. Speicherpunkte finden wir überall. Interagiere, um Fortschritte zu speichern. An Speicherpunkten kann sich Karl ausruhen und Fähigkeitenpunkte erhalten neue Fähigkeiten zu erzielen. Okay, also es ist ähnlich wie bei Dark Souls, glaube ich, war das auch so. Habe ich tatsächlich nie gespielt, aber Videos dazu gesehen. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Du hast genügend Fähigkeiten, um neue Fähigkeiten zu lernen. Öffne Fähigkeitenbaum, um sie zu benutzen. Okay, machen wir das mal. Oh. Okay, also hier haben wir dann wahrscheinlich verschiedene Wege, die wir gehen können. Überkopfhieb. Nutzt Macht. Ein Fähigkeitenpunkt. Entfesselt einen mächtigen Angriff, der für schwächere Gegner tödlich ist. Setze Fähigkeitenpunkt in Überkopfhieb. Lernen. Achso, müssen wir gedrückt halten. Uff. Okay. Alles klar. Auf F liegt der. Okay. Alles klar. Ah, jetzt haben wir hier die nächsten Sachen. Wir haben keine Punkte, aber wir können ja mal gucken. Sprintattacke. Sprint nach vorne, attackiert sein Ziel. Springe während des Sprintens, um einen Salto über das Ziel zu machen. Was haben wir hier? Machtabstimmung. Maximale Macht erhöht sich. Das ist natürlich auch super. Hältst du verlangsamen, kann der K sein Ziel länger verlangsamen. Das ist auch klar. Maximal Leben erhöht sich. Verteidigung verbessert sich. Weniger Blockausdauerschaden. Nach einem Überkopfhieb einen weiteren mächtigen Hieb. Schnellem Ausweichmanöver und eine Trittattacke. Greift Karl aus seinem Sprint heraus an, kann er mit einem speziellen Lichtschwertangriff auswählen. Halte L-Shift und das. Okay. Ah ja, Überleben, Lichtschwert, Macht. Hier sehen wir auch so ein bisschen, welcher Baum so in welche Richtung geht. Und die sind halt getrennt voneinander. Also hier werden wir dann noch ein paar Sachen kriegen. Hier kriegen wir noch welche und oben noch welche. Sehr interessant. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal einen Überkopfhieb mit F, können wir das machen. Das muss ich mir natürlich merken, dass ich das nicht vergesse. Okay, wenn wir Ausruhen machen, denke ich mal, Leben und Macht wurden wiederhergestellt. Gegner sind respawned. Okay. Okay. Hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Das sieht doch nach einem kleinen Begleiter aus. Und was ist er nicht putzig? BD1. Ah, das ist okay, das ist auch eine Kletterwand. Okay, ich hab's gesehen, alles gut. Bin ja gespannt, ob mich auch diese klassische Let's Player-Krankheit erfährt, dass man einfach das Ziel vor Augen nicht sieht, obwohl es direkt da ist. Der, den ich finden soll. Erreiche das Hologewölbe. Ah, der kann mir eine Karte darstellen. Dein aktuelles Ziel wird immer auf der Holokarte von BD1 angezeigt. Okay, und die kann ich so ein bisschen bewegen. Kommentiere mit den WASD. Ach, WASD ist bewegen, okay. Das Zoomen. Ich hätte ja Mausrad-Zoom gemacht, aber gut. Auf der Holokarte werden auch unerforschte Wege und wichtige Landmarken angezeigt. Okay, da, also wir könnten jetzt sozusagen nach schräg links gehen. Oder wir gehen so nach schräg rechts nach vorne. Escape ist die Holokarte. Wie kommen wir da wieder hin? BD1 ist beschäftigt. Achso, okay. Der hat jetzt was zu tun, deswegen können wir ihm nicht. Also das Vieh da hinten, oben links, ne? Das, ja.
Wenn die 1 sagt, wir sollen darüber gehen. Ich wäre ja dafür, dass wir hier lang gehen. Kommt man uns auch immer hinterher, das finde ich cool. Ich spüre was hier drüben. Ja, ich spüre auch was, und zwar das Mistvieh da hinten. Weiß nicht, ob ich dahin will, aber ich glaube, wir sind gerade auf direktem Weg dahin. Ne, da unten. Ah, Krabben. Das ist ein großer Käfer. Oh, zerteilt. Okay. Wir hier weiter? Da haben wir wie hießen die? Echo, genau. Echo der Macht. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Ah, da kriegen wir auch Erfahrung mit. Ein toter Splocks. Gucken wir nochmal rein. Fünftens, ein toter Splocks, der von Boglingen getötet wurde, als er ihr Nest plündern wollte. Ah, das sind die Viecher hier, ne? Der ist aber süß. Okay, 1 von 5. Boggling-Studien. Okay. Okay, eine Datenbank. Da können wir also verschiedene Sachen hier in der Welt erforschen. Kommen wir hier vielleicht noch hoch? Nee. Zu hoch. Okay. Das ist also dieses Vieh, was wir da getötet haben. BD1 mich gewarnt. War okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Ein Boggling. Die anderen heißen Splocks. Oh, was gelernt hier. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Na, das sieht doch noch eine Idee aus. Saalrutsche? Die Lensflare ist hier. Keine Ahnung. Soll ich da einfach mal gegenspringen? Oder wie ist das? Keine Ahnung, keine Lust darunter. Ah ja. Oh! Wie hast du das gewusst? Ah, hier können wir wieder meditieren. Hast du nicht? Aber wir haben ja noch keinen Punkt, ne? Nö. Dann können wir es auch verlassen. Ist gut. Ja, die drei Leben, die mir da unten fehlen, die mache ich jetzt nicht auf. Aber wir können mal mit der uns beschäftigt, natürlich. Da oben ging es ja auch noch weiter. Irgendwie? Irgendwas sagt mir, dass wir hier auch noch weiter können. Oder dass hier irgendwas ist. Ja, schon klar, aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Ja, bestimmt hier Boggling-Studien, ne? Okay. Wie war das? 1? Was ist das für ein Ort? Okay. Durch da. Nee, du kannst dich fallen lassen. Alles gut. Ja, genau. Der fängt nämlich irgendwann wieder an. Echo wahrnehmen. Der 1 von 3 macht das denn zu halten. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Sammle 2 weitere, um die maximale Macht zu erhöhen. Oh, das heißt, wir können das nicht nur über die Fähigkeitenpunkte machen, sondern auch indem wir halt in der Welt irgendwas finden. Das ist natürlich geil. So, was haben wir hier jetzt noch? Ah, jetzt können wir die wahrscheinlich jetzt abschalten. Ja. Ja, ist ja entspannt. Okay, aber die da unten nicht. Natürlich die Sache. Kommen wir hier wieder raus? Ah ja, ich sehe. Lassen wir noch vorbei und jetzt laufen wir durch. Ja, nice. So, können wir jetzt hier einfach hoch? Ja. Okay. Also, man wird belohnt dafür, indem man sich die Welt anschaut. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber man kann ja theoretisch.
Okay, kann man ja auch hier rüber, ne? Aber ich sehe schon, wir werden so Ewigkeiten für dieses Spiel brauchen. Nee, aber ich meine, so ist es halt, ne? Es ist zwar nicht so wirklich Open World, dass man halt sich wirklich die gesamte Spielwelt frei erkunden kann, sondern das ist halt irgendwie doch ein bisschen kanalisiert, aber es gibt eben bestimmte Freiheiten, die man halten, um die Umgebung mit dem Lichtschwert zu erhellen. Ah ja. Es gibt ja bestimmte Freiheiten und wir können trotzdem ein bisschen in der Gegend rumlaufen und uns die Welt einfach anschauen. Wodurch Octobocto. Das ist ein Lebensbalken, oder? Hallo. Okay, der hat ja sicherlich unten Pattern. Roten Angriffen kann man nicht. Okay. Jawohl. Wenn du stirbst, verlierst du alle seit deinem letzten Fähigkeitenpunkt erhaltenen EP. Oh shit. Füge dem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, um deine verlorene EP zurückzuerhalten und deine Lebens- und Machtanzeige maximal zu füllen. Okay. Gut. Der ist. Heilung dauert eine Weile. Behalte deine Umgebung im Blick. Schalte die Zielerfassung dazu aus. Rot markierte Angriffe sind nicht dodgebar. Das wissen wir. Aber Octobocto hat jetzt unsere Erfahrungspunkte und die hätte ich gern wieder. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Ah, hier können wir meditieren. Okay, dafür haben wir haben volles Leben auf jeden Fall. Aber ich will trotzdem nochmal mir meine Erfahrungspunkte zurückholen. Und das heißt, wir werden uns mit Octobocto beschäftigen, oder wie der Typ ist. Mit dem Käfer. Nein. Da darfst du rübergehen. Und ich denke mal, der gibt auch sicherlich ganz gute Erfahrungspunkte, wenn man den dann mal... Ernsthaft? Wenn wir den mal besiegt haben. So. Rechts halten. Haben wir auch drauf. Okay. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Macht und Leben wiederhergestellt. Aber ich kann jetzt gerade nicht. Okay, dem haben wir ausgewichen. Uff. Okay, das ist One-Shot. Holy shit. Ich muss das umlegen. Also Y ist scheiße. Y ist scheiße. Das legen wir nochmal um. Das kann ich ja ganz kurz mal machen. Ich hoffe, das geht überhaupt. Müsste aber eigentlich, ne? Einstellung. Taktischer Leitfaden. Steuerung. Bearbeiten. Ausweichen. Ja. Dann nehmen wir. Steuerung. Okay. Ja, ich glaube, das liegt besser. Es liegt auf jeden Fall besser als Y. Finde ich jedenfalls. Mal schauen, ob wir den jetzt besser hinkriegen. Okay, der macht also ständig seinen roten Angriff da. Muss man halt ausweichen.